Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge wieder aus Race Room Racing Experience. Ja, ich hatte euch ja bereits aus Automobilista 2 diese wunderbaren Ikonen des Motorsports schon mal vorgestellt. Wir sprechen hier von der 1992er DTM, von dem Mercedes AMG E190 und dem BMW M3. Ja, und diese beiden wunderbaren Fahrzeuge werde ich euch auch jetzt hier in Race Room einmal vorstellen. Wir fangen heute an mit dem E190. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Fahrzeug und schauen uns die Kiste doch einfach mal an. So, und da sitzen wir auch schon drinnen. Ich würde sagen, wir starten direkt den Motor, und der ist auch schon am Klappern hier beim Anlassen. So, raus geht's. Ich habe mich jetzt hier schon ein paar Runden warm gefahren, aber diese alten Fahrzeuge, ihr wisst es, die brauchen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Sonderbehandlung. Die sind nicht ganz so leicht zu fahren, da sie wenig bis fast keine Fahrhilfen haben. Was natürlich geil ist, weil das hier wirklich richtiges Autofahren ist. Ja, also das macht wirklich verdammt viel Spaß, diese Boliden hier zu bewegen. Und ich hatte euch das ja schon bei Automobilista 2 gezeigt, wie gesagt, und da hat es mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt bin ich immer gespannt, wie die Kisten sich hier in Race Room so fahren lassen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sie bisher hier noch nie gefahren. Ich habe sie mir gerade zum ersten Mal gekauft. Und muss sagen, so nach der ersten Runde, das fühlt sich verdammt geil an. Ich muss dazu auch sagen, ich fahre jetzt übrigens auch zum ersten Mal mit dem neuen Force Feedback, was Race Room hier vor kurzem released hat. Aber doch, das ist schon geil. Ja, wie ich auch schon mal bei Automobilista 2 gesagt habe, ich finde diese alten Fahrzeuge einfach nur klasse. Das macht richtig Spaß. Und die haben es mir einfach angetan. Ich weiß gar nicht, oder beziehungsweise ist es mir leider nicht bekannt, ob es überhaupt noch irgendwie organisierte Ligen gibt, die hier, also im Simracing-Bereich, mit diesen alten Fahrzeugen gefahren werden. Weil das meiste, was man sieht, ist eben einfach GT3 oder GT4. Aber leider viel zu wenig liegen, die noch hier solche alten Fahrzeuge an den Start bringen. Solltet ihr da welche kennen, gerne mal in die Kommentare. Denn da habe ich auf jeden Fall Interesse dran. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Abonnenten meines YouTube-Kanals hier ebenfalls so ein Fan von diesen alten Dingern und sucht ebenfalls, wie ich, eine Liga, die eben hier solche Fahrzeuge an den Start bringt. Boah, da war ein Drift. Das ist aber gerade nochmal gut gegangen, aber das war schon vom Gefühl her am Lenkrad, was ich hier gerade gespürt habe, verdammt geil. Natürlich hier beim Rausbeschleunigen, wenn man hier wirklich zu früh, zu stark auf den Pinsel drückt, da geht der Arsch weg. Und dann greift das berühmte Sprichwort: Fährste quer, siehste mehr. So, ja, natürlich hier der Norrisring in Race Room auch einzigartig. Gibt es so als offiziellen Content in keiner anderen Simulation. Es ist eine richtig coole Strecke, muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich verbindet die DTM oder auch die frühere DTM sehr viel mit dem Norrisring. Und deswegen, ja, immer wieder toll, hier drauf zu fahren. Ich glaube, ich hatte damals zur Anfangszeit hier auf meinem YouTube-Kanal mal mit dem BMW M235i hier ein kleines Rennen gefahren auf dem Norrisring. Ich meine, mich daran zu erinnern.
Aber das hier, Leute, sollte man mal probieren. Macht richtig Bock. Ja, das Schöne hier an Race Room ist einfach... Oh, wow, wow. So, ja, das haben wir gerade sogar noch abgefangen. Wo war ich stehen geblieben? Das Schöne hier an Race Room, genau, das ist einfach, dass diese 1992er DTM-Klasse wirklich sehr umfangreich ist. Das heißt, sie besteht eben hier nicht nur aus zwei Fahrzeugen, eben nicht nur aus dem aus Automobilista 2 gezeigten BMW und dem Mercedes hier, sondern da sind noch viele weitere Fahrzeuge dabei. Mir fällt jetzt gerade spontan ein, der Audi... Boah, war das ist der Audi V8, glaube ich. Wir gucken jetzt gleich mal rein, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind da einige Fahrzeuge am Start, sodass ihr hier fast ein vollständiges Fahrerfeld reproduzieren könnt. So, wir fahren jetzt hier mal an dieser Stelle in die Box. Werfen dann mal einen Blick auf die Fahrzeugauswahl hier in Race Room. Oh, war ein bisschen zu viel abgebremst, da war ich ein bisschen zu optimistisch. So, ich würde sagen, wir wechseln mal gerade zurück zu der Fahrzeugauswahl und schauen einfach mal gerade, was es hier so gibt. Ja, und da sehen wir natürlich schon, was ich eben angesprochen hatte. Wir haben natürlich den Mercedes 190e übrigens und nicht E190. Sorry dafür. Wir haben den Audi V8 DTM, den BMW M3 Sport Evolution. Wir haben den Ford Mustang GDTM und den guten alten Opel Omega 3000 Evo 500. Das sind die Fahrzeuge, die ihr hier in Race Room in der DTM 1992 fahren könnt. Natürlich viele, viele Liveries mit dabei. Ja, wie es halt Race Room typisch ist. Die Originallackierungen der Originalfahrer, wie beispielsweise hier die Nummer 14 von Joachim Winkelhock oder eben hier die Nummer 4 der Mercedes von Bernd Schneider. Klaus Ludwig auch mit am Start. Ja, also wirklich, dafür steht Race Room für die Lizenzen, für die Original-Liveries und so weiter. Und ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video einen kleinen Eindruck in diese wunderbare Fahrzeugklasse geben können. Und ja, beim nächsten Mal... Oder vielleicht auch im Video darauf. Mal schauen, gibt es auf jeden Fall auch noch die weiteren Fahrzeuge hier aus dieser Klasse. Und ich denke, wir machen da weiter mit dem BMW und am Anschluss halt noch die anderen drei. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Ja, haut irgendwie noch zu Hause ein bisschen auf die Kacke, so wie es geht. Und ja, genießt das geile Wetter da draußen, wie auch immer, was ihr tut beim Grillen, was auch immer. Ja, wie gesagt, haut rein, macht's gut und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denn so unterstützt ihr meinen Kanal. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, Zugriffszahlen zu generieren, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben eben ein Sommerloch, dazu kommt noch, dass ich nicht sehr aktiv sein kann, wegen meiner Arbeit, die ich eben hier hauptberuflich ausführe und ja, das alte Leid eben. Also Freunde, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.